Wir haben gewissermaßen mal wieder ein Heimspiel, und zwar das unseres Motorenlieferanten. Und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei F1 2019. Großer Preis von Italien aus Monza. Mit den zweithärtesten Reifen. Aber die Reifenfarbe ist an diesem Rennwochenende nicht so entscheidend. Entscheidend ist, ob man wenig Abtrieb hat, und darin sind wir gut. Insofern hoffe ich, dass wir ein Podium ergattern können, aber ich will lieber mal etwas tiefer stapeln, denn die Konkurrenz ist ja auch noch da. Aber insgeheim wäre ein Podium echt Spitzenklasse. Regen am Ende des Rennens, okay. Eine Wolke, deswegen werden wir da nichts an der KI-Fahrerstufe ändern. Im Qualifying soweit trocken. Teile werden gewechselt, yep. Ausstehend. Und der Verlauf zeigt, wir sind auf dem drittletzten Platz. Oh Mann. Antrieb. Antrieb 3. Aero 2 von hinten. Und Chassis auf der 4. Dann wollen wir mal loslegen. Wird das unsere Strategie beeinflussen, wenn es im Rennen regnet? Ich denke mal nicht. Hallo zurück. Wir freuen uns, dass Sie gleich dabei sind, wenn hier in Monza das Training beginnt. Eine der wohl berühmtesten Kurven in Monza ist die Varianta del Rettifilo. In dieser schwierigen ersten Kurve gab es im Laufe der Jahre schon viele Unfälle in der ersten Runde. Die Teams werden wohl die Luft anhalten und hoffen, dass alle diese Kurve heil überstehen. In dieser kniffligen Kurve ist es nicht leicht, den perfekten Bremspunkt zu finden. Man nähert sich ihr mit rund 330 km/h entlang der Hauptgeraden, muss dann ungefähr 120 Meter vor der Kurve abbremsen, um sie mit etwa 84 km/h nehmen zu können. Es passiert schnell, dass man da zu weit aus der Kurve getragen wird, man von der Strecke abkommt und so seine Position an andere verliert. Der Sepp hat zwar genauso ein Ferrari-Logo oben auf dem Visier, aber das fällt irgendwie nicht so auf wie bei Leclerc, ist mir aufgefallen. Also wir werden nicht die weißen Reifen extra draufziehen, ob es im Rennen regnen soll. Ich meine, wir können den Stop eh nicht so lange herauszögern, dass wir von Trockenreifen auf Inters gehen können. Ich denke mal, es wird Inters am Ende geben, aber ganz am Ende, da können wir nicht mit weißen Reifen daherkommen. Zumal wir mit den starten müssten, wenn wir ins Q3 kommen, wird das eh nicht drin sein. Wetter, wir haben Wolken am Himmel, es ändert sich nichts. Widme dich bei Gelegenheit mal einigen unserer Trainingsprogramme. Du musst sie nicht alle in einer Session absolvieren. Doch dadurch erhalten wir wertvolle Daten für die Rennstrategie und die Autoentwicklung. Den ganzen, ja, nächsten Minuten ändert sich daran nichts. Upsa. So, Lenkrad wieder gerade. Oh, fast komplett nass in T2. T3 komplett trocken. Okay, okay. Dann fahren wir jetzt 4 Teilprogramme und dann 3 in T3. Teamziele. Sektor 1, keine Autoeinstellungen. Am Ende der Session müssen wir 2 Reifensets zurückgeben. Wir geben die 2 am meisten abgenutzten Sets zurück, also sollten wir sie noch so lange wie möglich beanspruchen. Wir haben sie dann aber nicht mehr für das restliche Wochenende. Also pass bei den Reifen auf, die du später noch haben willst. Keine 4/10, keine 8/10. Okay. Lass uns ein paar Runden absolvieren. Das können wir gerne machen. Die aktuelle Teilabnutzung. Letzter Bericht. Der Regen wird in etwa 10 Minuten abklingen, also versuch da draußen konzentriert zu bleiben. Am schnellsten kommst du gerade mit Trockenreifen voran. Einen Hintermann aus dem Windschatten rausbekommen, das wird ja der Schlüssel sein. Hoppala, die Reifen, die haben aber Bock warm zu werden.
Bremsbalance bei 60%. Ich bleibe jetzt mal weiter im Auge. Vielleicht passe ich mich an. Ohne am Lenkrad was zu verstellen. Wollen wir mal Streckenakklimatisierung. Los geht's. Über 350 Sachen. Toll. Ob das noch was wird. DS-Test bestanden. Seit langer Zeit mal wieder. Diesen Kurven können wir noch etwas Zeit rausholen. Kurve 1. Mir ist 5 Punkte zu wenig. Ich habe einfach nur zu spät gebremst. Aber bisher haben wir noch kein rotes Tor in dieser Runde. Und da haben wir schon grün in der Tasche. Mit nur 5-mal grün, der Rest lila. Okay, das war wieder zu stark. Nicht, dass ich die Bremsbalance wie die echten Fahrer Kurve für Kurve anpassen muss. Das wäre noch schöner. Das ist die letzte Runde des Programms. Die letzte Runde des Programms. Nicht gut reingekommen. Hier vor der ersten Nesma habe ich keinen Bock auf den 7. Gang. Ja, eigentlich auch nicht. Update, beste Runde. Bis jetzt liegt unsere beste Runde bei 1,23,8. Ja, eine 1 Doppelpunkt 1 wird es nicht mehr. Alles klar, das Programm ist abgeschlossen.
diese Runde in die Box, dann können wir die Daten analysieren. Na los! Boxenstopp. Also, komm nach dieser Runde rein. Fahr nach dieser Runde an die Box. Fahrer vor mir. Bottas vor dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1 Minute 21,8. 1,3 Sekunden vor uns. Mit auch weißen Reifen. Start aus dem Kollegen. Er ist auf Rang 13. Komm diese. Status Konkurrent. Für diese Information fehlen uns derzeit Daten. Schnellste Runde insgesamt. Im Moment liegt die schnellste Runde bei 1,20,9. Boxenstopp. Bestätigt. Du kannst am Ende dieser Runde reinkommen. Update Session. In dieser Session sind im Moment Hamilton, Ricciardo und Bottas. Hinter uns sind Vettel, Raikkonen und Gasly. Aktuell ist die schnellste Rundenzeit 1 Minute 20,9. Letzte Zeit in der letzten Saison auf den gelben, weil wir mit den weißen nicht gefahren sind, weil Inters. So viel dazu. Uns fehlt nur noch ein Teamziel. Ich glaube, der Teamkollege will gerade rausfahren. Alles fertig. Ja, da wird es lauter. Und da ist er weg. Hinter uns ist keiner auf der Strecke. Keine blauen Flaggen. Wetterbericht. Wetterbericht. Im Moment droht kein Regen. Die Bedingungen sehen gut aus. Trockenreifen passen gerade am besten. Status Konkurrent. Ich fürchte, dafür fehlen uns Daten. Also die Hoffnung aufs Podium habe ich durchaus, aber mit dem jetzt anstehenden Regen wird es dann wieder schwieriger. Als es ohnehin schon ist. Fünfter Gang. Hoppala. Geht's dir gut? Motor aus! Motor aus! Da ist ein Reifen, der hat so einen blöden Strich in der Mitte immer noch. Mal gucken, ob sie das in F1 2020 ändern werden, diese blöde Rille da mitten im Reifen. Ich hab die schon lange nicht mehr angesprochen, aber die ist immer noch da, die sieht kacke aus. Das sieht man hier in der Cockpit-Perspektive auch kaum. Links unterm Spiegel, da wo es hell ist. Rechts ist es dunkel, außerdem sehen wir rechts nicht so weit auf die Mitte des Reifens. So, Reifen liebhaben und schnell fahren. Und da kommt ein Toro Rosso aus der Box. Super. Macht nervt er nicht. Mal gucken, ob der uns in Vialona Ascarina nerven wird. Hoppala.
Ich glaube, der wird uns nicht nerven. Dafür sind wir noch zu weit weg. Außer er fährt gleich richtig, richtig langsam. Er hilft uns sogar, weil er uns Windschatten gibt. Mehr Hilfe als Störenfried. Das über die gesamte Runde. Fällt gleich wieder rein, Installationsrunde. 7/10 schon okay, dabei. Test abgeschlossen. Das war wirklich gute Arbeit. 4/10 schon am Hafen. Für Windschatten Mitnahme war er auf jeden Fall zu langsam. Der Williams. Wir liegen also nochmal locker 2/10 drin, okay. Na, diesmal nehme ich Wiese mit. Fahrer vor mir, mit Weißen. Nico liegt vor dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1:22,2. Meine fünfte ist noch doof, finde ich. Das mit einem leichten Auto. Fahrer hinter mir. Vettel hinter dir. Ohne Zeit. Schnellste Runde insgesamt. Im Moment liegt die schnellste Runde bei 1:19,9. Update-Session. Ein schneller Überblick über die Positionen. Hier sind die Top 5. Gasly, Verstappen, Stroll, Hamilton und Ricciardo. Okay, von den Autos sind folgende vor uns. Sainz, Bottas und Hülkenberg. Und wir sind vor Vettel, Raikkonen und Leclerc. Aktuell ist die schnellste Rundenzeit 1:19,9. Also wie gesagt, Gelbreifenbestzeit 21,7 bisher, also aus der letzten Saison. Der Nico 22,0. Bis jetzt liegt unsere beste Runde bei 1:22,3. Gut. Oh, da hat jemand von uns eine Boxentafel rausgehalten, als der Nico war gerade vorbei. Keine blauen Lampen. Aber es kommt jemand. Schikane hätte ich zwar noch nehmen können, aber ich lasse ihn einfach vorbei. Sicher ist sicher. Oh, jemand ist hinter uns. Fahrer hinter mir. Giovinazzi hinter dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1:22,5. Sich jetzt aber noch das Abstand zum Alpha sauber lassen. Die haben ja auch Heimspiel mit dem Motor. Hinter uns ist gerade niemand zu sehen. Nicht in unmittelbarer Nähe. Schön wettig hier hinten.
Zielzeit eine 10 Leugstand. Sprit fast lila. Bei den beiden Lesmo wird wieder nicht gelupft. Sprit lila, 1,5 Leugstand, aber es kommt dann halt aus Vollgasanteil. Sprit gut lila, 1/4 Vorsprung, das sollte klappen. Und 0,7 auf die eigene Bestzeit, wo kommt das her? Sowas von. Eine Sekunde Vorsprung. Hä? Haben wir jetzt mehr Leistung gehabt? War eine Sekunde? Ich bin so rumgelupft. P9. Letzte Rundenzeit bringt dich hoch auf P9. Hat eine Bremsbacke die ganze Zeit geklemmt oder was? Boxenstopp. Geht klar. Boxenstopp in dieser Runde. Start aus dem Kollege. Er ist auf Rang 14. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1 Minute 22,0. Das mit Reifen, die fast 1/8 langsamer sind. Passt also praktisch. Fast. Fahrer hinter mir. Weber liegt hinter dir. Ihre beste Runde. Oh, da war gerade noch der Carlos. 1:21,3. Fahrer vor mir. Ricardo liegt vor dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1 Minute 21,0. Boxenstopp. Okay, wir können dich diese Runde reinholen. Update Session. Hier sind die aktuellen Top 5 der Autos. Verstappen, Magnussen, Gasly, Stroll und Leclerc. Also, knapp vor uns in dieser Session sind im Moment Hamilton, Bottas und Ricardo. Und wir sind vor Weber, Sainz und Kubica. Im Moment liegt die schnellste Runde bei 1:19,3. 19,6 ist unsere Rotreifenzeit aus der letzten Saison. Dann wollen wir gleich nochmal mit den Gelben loslegen und zwar das Stromsparen. Man bremst hier stark an, da generiert man viel, man verbraucht aber auch viel, weil viel Vollgas. Alles fertig, wir sind bereit. Dann können wir ja schon fast loslegen. Da ist aber gerade viel los mit Zufahrt auf Kurve 1. Blaue Lämpchen, da kommt doch jemand an. Der Abstand ist aber wieder in etwa so wie vorhin mit dem Alfa Sauber. Jetzt war er, glaube ich, näher dran, der Ferrari. Jetzt wieder ein Alfa Sauber hinter uns. Fahrer vor mir. Quert liegt vor dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1 Minute 21,1. Schnellste Runde insgesamt. Aktuell ist die schnellste Rundenzeit 1:19,3. Na, die Lücke passt gerade nach vorne zum Red Bull Platz, nach hinten zum Alfa Sauber auch. Sieht gerade ganz gut aus. Hoppala.
Ja, der Williams ist hinter uns. Ja, der ist gerade reingefahren. ...353 Sachen. Nicht so gut. Strom noch lila, aber jetzt heißt es wieder raushauen. Noch Zeitvorsprung auf die eigene Bestzeit, auf die Zielzeit 9/10 und hätte mehr Strom raushauen können, stand jetzt. Also der Balken ist auch noch gut gefüllt. ...356, der Teamkollege fährt raus. Und drei Programme nehmen. Sind ja gerade schon Strom sparen gefahren. Verbleiben nur noch zwei. Zwei für T3. Fahrer vor mir. Ricardo vor dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1:20,9. Start aus dem Kollege. Er ist auf Rang 18. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1:22,0. Boxenstopp. Alles klar, komm am Ende dieser Runde rein. Update-Session. Ein schneller Überblick über die Positionen. Hier sind die Top 5. Verstappen, Magnussen, Gasly, Hamilton und Bottas. Okay, von den Autos sind folgende vor uns. Leclerc, Vettel und Ricardo. Hinter uns sind Weber, Sainz und Kubica. Im Moment liegt die schnellste Runde bei 1:19,3. Also die Gelbreifenbeste hat der letzten Saison schon mal um eine halbe Sekunde geschlagen. So weit weg von der Spitze. Da liegen wir ziemlich gut dran. Wer kann noch besser, weil wir bessere Teile bekommen? Der Teamkollege. Aktuell nur 345. Fährt wohl zu viel Flügel die Konkurrenz. Wird dann Vorteile im Regen haben. Die Session ist abgeschlossen, also sehen wir uns unsere Top 3 noch einmal an. Verstappen, Magnussen und Pierre Gasly. Leider müssen wir uns schon verabschieden, das freie Training ist vorbei, aber wir werden in Kürze mit mehr Formel 1 Action für Sie zurück sein. Aber bei einem überwiegend trockenen Rennen will ich einfach in Monza gar keinen zusätzlichen Abtrieb fahren. Das ist tabu. Hey, wir nehmen Tail 2 mit, weil es da einfach Ressourcenpunkte gibt. Und wir waren dann auch da. Nicht, dass sie sagen, wir bleiben gleich im Fahrerlager. Faules Schwein, du. Es wird Zeit, noch einmal einen Blick auf die Nix drei Bestplatzierten zu werfen. Leclerc, Verstappen und Alexander Albon. Was für eine unglaubliche Trainingssession. Aber der Spaß ist damit noch nicht zu Ende.
Der Rest des Wochenendes liegt noch vor uns. Yeah, die haben jetzt alle T-Inters verballert und dann haben sie nichts mehr im Rennen. 4 Stück teilweise wurden da gefahren. Ah, wenn wir das Rennen hinter uns haben, dann sind 2/3 der Saison vorüber. Lauf 14 von 21. Wenn es wieder rattert und kaum Punkte gibt. Rein mit dem Renngetriebe. Und wir sagen auch gleich raus mit dem Haas. Also, wir haben im Moment ein kleines Problem mit der Elektrik. Wir arbeiten daran, also sei unbesorgt. Wir lassen dich so bald wie möglich wieder auf die Strecke. Sektor 1 könnten wir hinbekommen mit Häkchen dran. Alles aus dem Auto raus. Die Strecke ist noch ganz frisch. Fahr erstmal ein paar entspannte Runden. Kontrollpunkt gespeichert. Blaue Lampen. Die hatten wohl alle kein Problem, so wie wir. Wetterbericht. Das Radar zeigt keine Störungen. Das Wetter sieht im Moment gut aus. Am schnellsten kommst du gerade mit Trockenreifen voran. Die Bremsbalance werde ich dann einfach so belassen, wie sie gerade ist. Verstappen mit einer Zeit. Der erste mit einer Zeit. Fahrer vor mir. Kubica liegt vor dir. Also weiß ich ja nicht. Wir sind ja nicht der erste ohne Zeit. Das ist eventuell Kubica. Ne, wir sind noch 19. Da werden ein paar ohne Zeit sein. Die uns aber vorangestellt werden. Da ist ein Alpha Sauber. Den lasse ich mal vorbei. Jetzt lasse ich mal Abstand zu ihm. Hinter uns ist noch Platz. Aus der Box kommt keiner, sehr schön. Bloß hier bei Stadtziel bis eben zu dem Punkt da fett fahren. Wenn wir da hinten vor Vialona Ascari überholt werden, dann ist das halt so. Dann hängen wir uns dran und machen es wieder auf Stadtziel weg. Dieses überholt werden, das war cool. Weg und wett. Nur nicht 2-3-2, jetzt habe ich gar nicht auf die CZ geachtet. Gott, was war das für eine Schikanendurchfahrt? Ist halt kacke. Ja, fast 16 Rückstand, zu Recht. Trotzdem im grünen Bereich, was die CZ angeht. Wieder Dreck.
Und hier auch wieder Kacke, Mann. Aber nicht so kacke wie letzte Runde. Nur noch 6 Zehntel Rückstand. Wird nichts mehr. Zu viel gegengelenkt. Auch nicht gut. Ziehe jetzt seit 4 Zehntel Vorsprung. Die beiden Runden waren bisher echt kacke. Allen voran die zweite, aber auch die erste war nicht so besonders. Oh Mann, was mache ich denn? Die lässt man besser bekommen. Minimale persönliche Bestzeit. Großartige Runde, du hast genau das abgeliefert, was wir erwartet haben. Weiter. Schon 10 langsamer, woher kommt das denn? Vielleicht das Leistungsproblem? Elektrotechnisch. Warum habe ich da auf einmal diese 10 Rückstand? Ich würde so gern den 6. Gang einfach für diese beiden Nesmo verlängern. Aber die Getriebeübersetzung ist fest. Habe ich mal am 5. War gut. Volle Leistung bis hierhin. Wir bekommen großartige Daten. Jetzt habe ich fast einen 10. Vorsprung. Klar, auf die letzte Runde. Was war denn da los? Echt gebremst habe ich da mit Sicherheit nicht. Dürfte das Schild gekostet haben. Naja. Und so sieht's halt aus.
29.9. Hast dich auf P10 vorgekämpft. 1 km/h langsamer. Fahrer hinter mir. Butler hinter dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1:20,9. Das ist bloß blöd, dass der Butler hier mit seinem Team nicht allzu sehr glänzen wird, weil man hier Motorleistung braucht. Fahrer vor mir. Quert vor dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1:20,7. Schnellste Runde insgesamt. Aktuell ist die schnellste Rundenzeit 1:18,8. 18,8, Pierre Gasly. Die Renault wieder. Ich gedenke da nur an Saison 2. Boxenstopp in dieser Runde, bitte. Boxenstopp in dieser Runde. Das war ein tolles Rennen. Status Teamkollege. Er ist auf Rang 15. Status Konkurrent. Tut uns leid, aber diese Information können wir dir gerade nicht geben. Update Session. Hier sind die aktuellen Top 5 der Autos. Gasly, Giovinazzi, Albon, Räikkönen und Verstappen. Also, knapp vor uns in dieser Session sind im Moment Stroll, Magnussen und Quer. Und wir sind vor Butler, Kubica und Vettel. Im Moment liegt die schnellste Runde bei 1:18,8. Die Gelbreifenzeit gleich um 1/18 verbessert. Und in die Kurve rausfahren. 0,80 Reifenabnutzung. Qualifying Tempo, das hier bestimmt nicht einstellig. Bereit? Qualifying Tempo startet zu Beginn der nächsten Runde. Kontrollpunkt gespeichert. Kommt Mercedes an. Williams auch noch. Hier kommt noch kein Schwein vorbei. Im Rennen, da muss Code Masters nochmal ran, das kann man nicht schaffen. Mit dem Rennen fahren sie ziemlich schnell durch. Das Stück lebt er noch. Ein 1,19er muss ja, ein 1,18 wäre beruhigend. Der Rille. Das war anstrengend. Da
muss der siebte her, ansonsten war ich da zu lange in Begrenzung. Neun ist das Ziel, die 11. Nicht zu weit rechts fahren, jetzt noch nicht. 1,7 schneller, 19,1 ist in Ordnung. Ziel 5. Also komm zurück in die Garage, ich zeige dir die Zahlen. 57 kriegen wir nicht hin. Platz 5. Fahrer hinter mir. Sainz hinter dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1,19,5. Fahrer vor mir. Vettel liegt vor dir. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1:19,0. Status Konkurrent. Charles ist im Moment auf P10. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1,19,7. Schnellste Runde insgesamt. Aktuell ist die schnellste Rundenzeit 1:18,7. Status dem Kollege. Er ist auf Rang 20. Ihre beste Rundenzeit beträgt 1:21,4. Mit Rundenzeit auf der 20. Fahr weniger Flügel, Nico. Update-Session. Okay, von den Autos sind folgende vor uns. Gasly, Giovinazzi und Vettel. Hinter uns sind Leclerc, Sainz und Albon. Im Moment liegt die schnellste Runde bei 1:18,7. 18,7, wir 4 Zehntel dahinter. 19,1, die aktuelle Rotreifen-Bestzeit, 19,6 der letzten Saison. Sehr schön. Nikos Bestzeit war bisher eine 22er, da können wir auch nochmal nachlegen. Na, das Problem wird auch der Regen am Ende sein, am Ende vom Rennen. Geschätzt 1, Ziel 11. Wieso ist Qualifying Position 1, wenn selbst im freien Training noch einige deutlich schneller sind als wir? Jetzt liegt unsere beste Runde bei 1,19,1. Das ist doch Quatsch. 21,4 mit Gelben. von 325 Ressourcenpunkten. Wir bauen Unterteile ein. 356,5 Kilometer pro Stunde. Hier hat die 2 noch 0. Hier muss es die 3 sein. Okay. Ja, hier haben wir einen Teil mehr. 3, 2. Gut, dann sind wir gewappnet, bestens vorbereitet. Die Zeit kann sich auch ganz gut sehen lassen. Letzter Sektor, lila, unser Bereich. Mal gucken, was so drin ist. 352, 53, oh, 56. Der rosane. Okay. Und da jetzt alle Fahrzeuge die Ziellinie überquert haben, schauen wir noch einmal die drei Bestplatzierten. Bottas, Gasly und Antonio Giovinazzi. Wenn das heutige Training auf etwas hindeutet, dann auf ein außergewöhnliches Wochenende der Formel 1. Ein außergewöhnliches Wochenende für uns, das würde ich mir auch wünschen. Wird aber knackig. Mal gucken, ob wir bis ins Q3 kommen. Das ist auf jeden Fall das insgeheime Ziel. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.